Ich muss schon sagen, du bist intelligent. Warum? Oh. Ja, bin ich. Man nennt mich auch Doschus Dofus. Ah, okay. Haben wir noch hier. Ja, hier ist noch. Böp. Haben die sich nicht auch damit mit den Kupferkabeln verbunden? Was? Die LIT Universal Cable. Nein. Hatten sie es sich noch nie. Alter, was geht mit mir heute geistig ab? Ma. Da war es doch. Bitte. Wie sieht es denn mit der Assembling Machine aus? Größe. Können wir. Jo, 4 können wir nochmal machen. Kannst du vielleicht nochmal 2 machen? Oder nochmal ein paar Data Storage Sockets? Ja, die sind gerade noch in Arbeit. Red Alloy ist halt das Problem. Red Alloy und Red Alloy Plate. Wir brauchen noch 2 Advanced Machine Casings. Ja, und die 4 davon sind gerade in Arbeit. Aber da wirklich nichts mehr drin. Nee. Doch, da sind noch 2 drin. Echt? Ja, gucken wir, was ich in der Hand habe. Pussy. Einmal. Mal. Okay, Heat Capacity 2880. Was? Ah, ja, okay. Wir hatten ja manchmal noch die ganzen Heating Coils, die wir machen mussten oder einflößen konnten. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Was muss man da noch mal als erstes anfangen? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir Nichrom und Cupronickel haben. Fehlt uns, oder? Ja, und Kanthal wird gebacken bei einer Hitze von 2500. Passt. So. Nein, nicht ins Semi-Interface, wir gehen hier ran. Und das dauert jetzt wie lange? 120 Sekunden geht ja. 2 Minuten. Moment, 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 Moment. Hehe, Hot Kanthal, Ingot. Ja, okay, 6 Sekunden im Vakuumfreezer, das geht. Kannst eigentlich nichts sagen. Ja. Ich hol mal kurz den Energy Cube für den Vakuum Freezer. Oder warte, 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 muss nicht. Wir haben ja noch hier den vom Grinder, den brauchen wir ja gerade nicht. Ja, okay. Dreimal auf der Radbude steht. Wächst du da? Nein. Wo dann? Bei der Enderperl-Farm. Okay, sollte man gerade ein Klatschen gehört haben, das war gerade meine Hand an meiner Stirn. Hat man glaube ich laut gehört. Gut. So. Dachte auch gleich noch was Lustiges. Oh, bitte verkneif es dir. Also, du weißt ja schon, wie lange das Teil läuft, ne? Ja. Von 1,28 ist es auf 1,26,13 runtergegangen. Nicht mehr. Jupp. Wir werden Enderperlen haben. Ich habe gerade mal die Kabelzonen schnell kompresst. Oh, und? Wir sind jetzt bei 8 fünffach kompressten. Also ich schätze mal, bis morgen dauert das noch. Aber ankommen tun die auf jeden Fall genug. Also es sind Witz, was ich da angestellt habe.
Sollen wir da die Distillation Tower jetzt noch machen, oder? Können wir? Na, come on. Habe ich in der letzten Staffel gar nicht gesehen, machen wir jetzt mal. Ich schmeiß gleich mein Handy aus dem Fenster raus. Da hast du aber kein Handy mehr. Ist mir sowas scheißegal momentan. Okay. Kannst du mir per Post schicken. Du kannst mir mal 40 Oden decken. Nee, verzichte ich gerne drauf. Ja, siehst du? Okay, Distillation Tower. Wir brauchen einen Highly Advanced Machine Block. Okay, wir brauchen einen Stahl. Brauchen wir überhaupt für die Destination Tower? Ein Highly Advanced Machine Block. Energy Flow Circuits, jetzt haben wir da noch welche? Energy Flow Circuits, müsstest du nachschauen. Haben wir nicht. Dann machen wir einfach schon mal die beiden Pumpen. Das sind zwei Tanks. Und ein Mining Well, das heißt. Zwei Iron Gears machen. Ich finde halt die BC Factory Pumpe ist relativ günstiger. Ja, kann man sich denken. Ich finde es aber auch schon irgendwie so ein bisschen geizig, ne? Ah, minimal. Weiß haben irgendwie keine Ahnung, wie viele tausend ist von Ivan an dann. Ja, das ist am günstigsten. Das machen wir. Wir haben nur noch 43.000. Oh, es ist halt, als wenn wir den Miner losfickten. Nicht nochmal. Hat ja lang genug gedauert. Oh, wir brauchen noch einen Stainless Steel. Wir brauchen dafür Iron Dust. Ich mach einfach mal ein bisschen. Schmeiß ich gerade einen Pulverweiser, sollte ja reichen. Obwohl die. Was im Universum ist. Industrial Electrolyzer? Moin. Wieso machst du gerade Lapis Lazuli? Für die Electro Circuits. Ja. Advanced Electro. Ja, danke, das. Danke, dass du mir bewiesen hast, dass du die Rezepte nicht nachschaust. Hä? Wir haben Sodalit, wir haben Sodalit das, wir haben Lazurit. Das geht auch darüber. Vielleicht sogar eher dafür, dass wir das momentan über Sodalit machen, weil wir davon zu viel haben. Look at your Rezepte. Jetzt habe ich ihn erstmal verwirrt. Bist du überhaupt noch da? Ja, bin gerade am Schauen. Ich mache jetzt mal dieses Stardust-Door auf. Einfach nur, um es aufzumachen. Interessiert mich nämlich, was man daraus machen kann. Und das kann man wirklich nur normal abbauen. Ich weiß auch nicht, ob es euch bekannt ist, aber für die, die es kennen, ich hatte von meiner Schule aus, hatte ich beim Deutschen Gründerpreis teilgenommen und da habe ich tatsächlich den fünften Platz belegt. Nur den fünften? Ey, du willst nicht wissen, was das für eine scheiß Arbeit ist. Möchte ich echt nicht. Das ist unglaublich. Das ist sowas Achtung, das habe ich noch nie erlebt. Entschuldigung. Mach nix. Jetzt mal im Ernst, wir mussten einen ganzen Finanzplan aufstellen, wir mussten. Das Schwierigste fand ich sogar wirklich auch eine Idee zu suchen, was es noch nicht geben könnte und was hilfreich sein könnte. Da saßen wir wirklich 2 Wochen und uns ist nichts eingefallen. Erst was uns einfällt, ist einfach nur so ein billiger Ordner, haben wir ihn genannt. Das ist einfach ein Loch in einem Ordner. Kann man lassen.
Ich hätte eine Idee. Ja. Minecraft in flüssig. Ja, du weißt, dass es unmöglich ist. Was? Ja. Hier brennt's. Ich hab's gemerkt. Geiles Erz. Du willst ja warten bei einem. Erst das von der Nessel, von der Endfeuerinsel kommt. Ja, okay. Das Rock, was kriegt man daraus? Decomposition Tape. Block of Iron, ist klar. Oh, das ist sogar ein Treibstoff. Also was hast du nochmal gesagt, sollte ich verwenden? Sodalit oder Lazurit, das. Ich wäre sogar eher für Sodalit Gast. Okay. Instability Orb? Marriage. Ich muss mich mit dem Mod echt mal auseinandersetzen. Ich wüsste jetzt echt Also, nicht. ich habe in Langeweile mal ein MEIO-Port oder wie das Teil auch heißt, gebaut. Und das keine Ahnung, wofür er ist. Doch, klar. Oh. Festplatten transferieren. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wofür das war. Warte. Das war doch hier schon Festplatten quasi konfigurieren, dass auf eine Festplatte nur Kabel oder sowas kommt, ne? Nein. Ja, wünschst du. Damit transferiert man nur Items von einer Festplatte auf die anderen. Also. Ist ja lame. Ja, damit kann man Festplatten leer machen, sozusagen. Schon praktisch. Ja, das schon. Ja, ich war bei der Destination Tower. Industrial Zentrifug. Stainless. Na. Mach mal anders. Das war ja hier drin. Iron Dust. Was fehlt? Nickel. Nickel ist da. Brauchen wir mal ein. Christian, ich schaue dich gleich Ja. richtig, ne? Wieso? Wieso packst du da jetzt Sodalith rein? Wir haben schon Sodalith Dust. Wir haben Ich lasse dir einfach 2300 mal, Sodalith okay? Dust. Was hast du gerade gesagt? Lass mich einfach mal kurz. Ich dachte schon, okay? Okay. Wie sieht das jetzt unten mit dem Kantal aus? Ein paar Minuten dürfen vergangen sein. Oh, Buddy Sis. joined your channel. Guten Hallo. Abend. Namputze, wir sind in der Hallo. Aufnahme. Hallo YouTube. Gut, das Kantal dürfte jeden Moment durch sein. Da ist das letzte. Na, ich bin gerade so bitte, um den Elevator zu treffen. Passiert. So, Kantal. Fünf Stück. Natürlich, wenn heißen Kantalwaren im Netz hast, kriegt man kein Gewicht. Aber wenn man mit ein bisschen Uran anpackt, ist bist du sofort tot. Warte, ich will dabei sein. Jetzt. Wo bist du? So, das Kantal kommt jetzt in den Vakuumfreezer und wird abgekühlt. Macht das Geräusche? Nö. Okay, dachte schon. Du hast mal deinen Sound ausnahmsweise angelassen. Ja. Hoffe ich mal. So. Dann können wir jetzt hier die Kantal einfach in die Wiremill checken. Wo haben wir die jetzt? Wir haben echt schon zu viele Maschinen hier stehen. Das war der Leismelter, da war die Wiremill. Was soll ich mit dem letzten Kantal machen oder brauchst du es? Das brauche ich noch. Das kannst du dann quasi jetzt gleich auch in den Vakuumfreezer tun.
Und entweder war ich gleich wieder ein richtiger Profi oder ich war ein richtiger Profi. Ist unglaublich, was ich momentan für eine Scheiße fabriziere. Passiert. So, Anteil. Okay, wir brauchen Iron und Alu. Warte, der hat keinen Alu durchgenommen. Ich meine, dass er Eisen nicht nachzieht, kann ich ja noch verstehen, aber Alu. Jetzt mal im Ernst. Okay, einer ist noch drin. Man braucht für den Blast Furnace 4 Heating Coils, um den komplett einmal abzugehalten. Das sind 4. Ach, ich mach einfach. Ich bin ganz so voll zum Rechnen. Wie viel Kanthal-Dust hast du vorhin, hast du in den Blast Furnace gesteckt? Wenn ich mich recht erinnere, 4. Okay. Warte mal, ich habe 4 reingetan. Und man. Hä? Wo kommt der fünfte her? Da habe ich noch nachgeworfen. Hä? Wie viel Kanthal das war da noch? Keine Ahnung. Ich habe nämlich von unten gesehen, dass im Blast Furnace 6 Stück drin waren. Okay, ich meine, ich, wir hatten 4. Ja, und jetzt finde ich den sechsten eben nicht. Ich habe ihn gefunden, das war doch ein Hot. Den tue ich gerade im Vakuum Freezer. Wo war denn der? Der war am Ei, einfach Kanthal. Hä? Okay, meine ME spinnt. Und ich bin wieder zu blöd, um den zu treffen. Ich auch gerade. Okay, 2. Wenn ich mich nicht verzählt habe, brauchen wir noch 8. Müsste einer jetzt gleich übrig bleiben. So. Haben wir noch ein bisschen Pulverized Iron auf Vorrat. Das schmeißen wir dann nächstes Mal hier rein, oder? Ach, da ist noch das Stainless Steel. Oh, komm, scheiße, dort drauf. Ich kann ja währenddessen, wo ich jetzt eh nichts zu tun habe, mal schnell wieder ein paar Honigfarben nachlegen. Ach, crazy. Ja. Ich habe da doch von der letzten Hunger Games Runde erzählt, die ich aufgenommen hatte. Ja. Ich hatte es mir nochmal angetan, diesmal sogar mit einem Abonnenten und ich glaube, ich sollte da drauf geben. Ich sehe da keine Karriere drin. So schlecht. Frag nicht. Katastrophe? Ich sag mal so viel. Ich denke mal, ich gehe da jetzt rein, komme jetzt erstmal richtig auf die Fresse. Tot, 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 tot. Ich glaube, das gibt echt keinen mehr. Passiert mal. Ach, ich sehe ja nicht so streng, das ist ein Spiel. Ich höre jetzt hier gerade nur so auf die Igneous Extruder und ich denke mir gerade derbe, Scheiße, hast du einen an der Waffel. Ja. Nicht jeder ist so doof, ne?